Jetzt ist Verfassungsministerin Caroline Edtstadler am Wort. Ich möchte aber auch hier im Plenum ganz klar als Verfassungsministerin Stellung nehmen. Die Meinungsäußerungsfreiheit ist ein Grundrecht in Österreich. Und ich stehe zu diesem Grundrecht sowas von felsenfest, wie man nur stehen kann. Die Meinungsäußerungsfreiheit steht aber auch unter einem Gesetzesvorbehalt. Und die Frau Abgeordnete Sirka Brammer hat es gesagt, von der Meinungsäußerungsfreiheit ist Hass und Gewalt nicht umfasst. Und wir haben immer gesagt, wir wollen Opfern von Hass im Netz rasch Unterstützung angedeihen lassen. Und ich sage Ihnen eines, das Schlimmste für Opfer von Hass im Netz ist, dass es sich unkontrolliert schnell verbreitet, diese Hassmitteilungen. Und hier gilt es einzuschreiten und das machen wir auch mit dem Kommunikationsplattformengesetz, in dem jemand, der sich davon betroffen fühlt, idealerweise mit einem Button, wir werden das ab 1.4. sehen, das melden kann und damit dann dieser Inhalt sofort gelöscht werden kann. Ja, auf der zweiten Seite gibt es mittlerweile das Mandatsverfahren aus der Justiz kommend eingerichtet. Auch das ist eine Möglichkeit. Das wird aber trotzdem natürlich eine längere Zeit in Anspruch nehmen als die kurze Frist von 24 Stunden, die das Kommunikationsplattformengesetz vor sich sieht und die Plattformen auch verpflichtet. Und das sage ich ganz deutlich, strafrechtswidrige Inhalte, die taxativ, also abschließend aufgezählt sind im Gesetz, rasch zu löschen, wenn sie als solche identifiziert werden. Und Herr Abgeordneter Drobitz, niemand sagt, dass das ein Praktikant machen soll. Die Plattformen werden von uns in die Pflicht genommen. Wir sagen Ihnen, Sie müssen das prüfen, Sie müssen das einschätzen und Sie müssen es auch überprüfbar machen. Denn auch das wird in dem Gesetz vorgeschrieben, dass sowohl ein Löschen als auch ein Nichtlöschen einer Überprüfung zugänglich sein muss und damit auch die Entscheidung der Plattform auf den Gesetzen sozusagen fußen muss. Das ist unsere Vorgabe. Ich möchte nur auch mit einem aufräumen. Wenn jetzt viele sagen, na, wir können doch nicht Unternehmen darüber entscheiden lassen, Großkonzerne, wie die Frau Abgeordnete Yildiz Rihm gesagt hat, was gelöscht wird und was nicht gelöscht wird. Meine sehr geehrten Damen und Herren, genau das passiert jetzt und zwar ohne rechtliche Vorgabe. Sie verpflichten sich, wenn Sie auf Facebook oder an andere Plattformen gehen, den Community-Richtlinien zuzustimmen. Und dort steht drinnen, was und wann gelöscht wird und was nicht. Da passiert es dann zum Beispiel auch, dass die Venus von Willendorf gelöscht wird, weil dort vermeintlich zwei nackte Brüste zu sehen sind. Meine sehr geehrten Damen und Herren, wir haben mit diesem Plattformengesetz einen Schritt in eine Richtung gesetzt, der notwendig ist, auch auf europäischer Ebene notwendig ist. Und ja, es ist richtig, dass es hier einen sehr sensiblen Bereich gibt und das ist der Bereich des Overblockings. Wir müssen da hinschauen, wir werden auch weiterhin hinschauen und wir wissen auch, dass in Deutschland beim Netzwerkdurchsetzungsgesetz hingeschaut wird. Da gab es eine Studie, wo herausgekommen ist, dass bisher keine großen Probleme mit Overblocking gesehen worden sind. Aber dass man das weiterhin sensibel auch beobachten wird. Und auch das ist zugänglich einem Überprüfungsverfahren und wir haben hier entsprechende Schritte gesetzt. Abschließend möchte ich Ihnen sagen, ja, wenn man Vorgaben macht, dass Hass im Netz entfernt wird, dann gibt es vielleicht auch ein Risiko, dass da oder dort was gelöscht wird, das nicht darunter fällt. Aber gar nichts zu tun, das kann wohl im 21. Jahrhundert nicht die Antwort sein. Und genau deshalb unterstützen wir auch die Europäische Union mit der Vorlage des DSA, weil genau das ist auch im Digital Services Act vorgesehen. Wir gehen in Österreich voran. Wir hoffen, mit unserer Expertise hier auch beitragen zu können zu einer guten europäischen Lösung. Und für mich steht außer Zweifel die Meinungsäußerungsfreiheit auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite auch die Notwendigkeit, gegen Hass im Netz effektiv vorzugehen. Vielen Dank. Verfassungsministerin Caroline Edtstadler von der ÖVP versucht, die Kritik der Opposition zu entkräften. Die Plattformen würden von der Bundesregierung in die Pflicht genommen, dass sie die Löschung bzw. Nichtlöschung von Inhalten auf Basis des Gesetzes vornehmen.